Jo Leute, was geht? Klim am Start, wieder mit einer weiteren Folge der Minecraft World Tour. Die hat etwas länger auf sich warten lassen. Hallo! Ihr seht, hier ist schon was Neues. Und ich habe auch ein bisschen Neues gebaut, was man hier auch sieht. Oh, was ist das denn? Oder muss ich den Cobblestone noch wegmachen? Egal. Neue Minecraft World Tour, denn es hat jetzt echt länger gedauert. Und ich kann mal eigentlich die Kühe füttern. Ich habe Partikel noch raus, ne? Warte mal, mache ich mal ganz kurz. Ja, wo ist hier? Da. Partikel, Partikel, Partikel. Alle. So. So, und dann habt ihr euch ganz doll lieb. So, kriegt Kühe, kriegt Kinder. Und, ich habe viel gemacht, sehr viel gemacht hier in dieser World. Einmal das hier, ein Armor-Stand. Ihr seht, ich habe auch Armor an hier, Schutz 2, Haltbarkeit, was weiß ich. Und ich habe endlich Schuhe mit Wasserläufer bekommen. Und eine Hose mit Schutz 4 und Haltbarkeit 3. Da kommt die Rüstung drauf, die ich mitnehmen werde in den Wassertempel. Aber das kommt alles noch, ja. Hier links sind Kühe, das war beim letzten Mal schon so, oder ich weiß gar nicht, ob ich in der letzten Folge die Kühe schon hatte oder im letzten Livestream. Ich glaube, es war im Livestream, in der Folge kann auch sein. Also auf jeden Fall habe ich hier Kühe, juhu. Hier sind wie immer noch die ganzen Spenden und hier ist schon die erste Neuerung. Der Baum ist weg und hier ist eine Truhe mit ganz viel Stuff, also ein paar Diamanten und so weiter und so fort, seht ihr schon. Ich habe auch Silk Touch jetzt endlich, da, Silk Touch oder Behutsamkeit, wie es im Deutschen heißt. Das hat mir ein paar von den Blöcken mitgenommen, da warte ich noch auf eine... Da warte ich noch auf eine Efficiency, auf eine Luck 3 Spitzhacke, Fortune oder Glück, ja, wie es im Deutschen dann heißt. Ja, dann habe ich hier den Digger und hier die ist schon fast kaputt und was ich damit gemacht habe, zeige ich gleich auch. Zuerst aber sind hier auch keine ekligen Truhen mehr, hier mache ich auf jeden Fall noch was draus. Wenn ihr Ideen habt, was hier in die Mitte reinkommen könnte, schreibt es doch in die Kommentare. Das wäre cool auf jeden Fall. Hier die Truhe möchte ich vielleicht da oben lassen, vielleicht kommt die noch woanders hin. Hier kommt auf jeden Fall noch ein Dach drüber. Aber was hier dann gemacht wird, das könnt ihr, glaube ich, entscheiden. Hier hinten habe ich Truhen, die ich alle noch benennen muss, oder beziehungsweise so machen muss. Ja, ich kann immer noch darauf zugreifen, obwohl das Ding so natürlich nicht, ne? Aber, warte mal, so. Aber ich kann immer so da dran gehen. Hier habe ich Erde, grobe Erde und so weiter. Hier habe ich Cobblestone drin, ne? Hier das und die hier sind alle leer. Na, nicht alle, hier ist ein Bogen drin, aus welchem Grund auch immer. Aber die meisten hiervon sind echt leer. Hier habe ich noch einen Wither-Skeleton-Kopf. Hier ist auch random Stuff. Und ja, hier ist eigentlich der ganze Stuff, den ich noch einsortieren muss. Und das war es soweit, dass hier ist auch alles leer, bis auf das und das und das. Aber Mensch, da, also wie gesagt, das ist so mein Lager. Da muss ich aber noch gucken, was ich da mache. Das sind alles Double-Chests und so sieht das dann von oben aus. Das wird nicht mein finales Lager sein, aber so ein kleines, Anführungsstriche, Mini-Lager. Dann, was habe ich noch gemacht? Hier ist sind meine Rüstungen drin. Das habe ich auch mal ein bisschen sortiert. Das sind jetzt alle Rüstungen, die ich habe hier. Feuerschutz, Haltbarkeit, Wasseraffinität. Das ist auch praktisch. Aber ich will was mit besserer Wasseraffinität haben, um da unten also zum Wassertempel zu gehen. Hier ist Essen drin. Das brauche ich auch, aber derzeit aktuell irgendwie nicht so. Kann ich mal was essen eigentlich? Boah, ich bin müde. Leute, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie stressig das ist, nach Tokio zu fliegen und alles im Voraus zu produzieren. Hier haben wir noch einen Braustand, hier haben wir, oh, da ist noch ein bisschen Eisen drin und hier ist auch noch ein bisschen Eisen drin. Naja, das können wir mal eben zu Blöcken machen und dann da oben reintun. So, und das hier auch noch. So, perfecto. Und dann packen wir das da oben rein. So, ja, hier ist alles beim Alten geblieben. Hühnerfarm, die mittlerweile echt gut funktioniert. Kommt dann Huhn raus? Nein, war doch klar. Ja, weiter geht's hier, da habe ich auch noch ein bisschen Neues gemacht, hier die Säulen, hier diese Außendinger werde ich noch zu diesen Quarzsäulen machen und generell vielleicht mache ich das Dach auch noch ein bisschen mit Quarzsäulen. Hier habe ich dann meine Bruce Dancing gemacht, hier ist dann meine Verzauberungsecke, die ich in letzter Zeit oft benutzt habe, ich bin gestorben, deswegen Level 16. Hier habe ich dann immer Zeug, was ich verzaubern kann, Diamantrüstung und ein Buch und was weiß ich, ne, also, das werde ich so nach und nach alles mal verzaubern. Hier ist Glück 2, aber noch nicht Glück 3. Das nervt mich so ein bisschen. Wir können ja mal gucken, was wir jetzt rein theoretisch mit Level 30 bekommen würden. Haltbarkeit 3. Also wieder total uninteressant. Was würden wir bei den anderen bekommen? Hoppala, jetzt habe ich das wieder mitgenommen natürlich. Haltbarkeit 3, brauche ich nicht. Wasseraffinität bestimmt. Ne, Schutz. Featherfall, nö, auch Schutz. So, also nur Scheiße. Alles das ist dann, ja okay, Schutz ist jetzt nicht scheiße, aber beim Helm will ich das anderes haben. Hier habe ich einen Amboss und da an die Seite kommt auch noch ein Amboss und hier kommen noch Bücherregale hin. Dann sieht das auch schön symmetrisch aus. Hier, das Ding kennt ihr auch. Einfach plopp und alles geht rein. Mittlerweile geht auch fast immer, also ich habe jetzt bei den letzten 5-6 Malen, die ich gedrückt habe, ist niemals irgendwer was da hinten liegen geblieben. Also das funktioniert echt gut. Und dann hier unten habe ich noch was gemacht. Das habe ich schon im Livestream gezeigt, aber ich zeige es jetzt nochmal.
Hier habe ich mehr ausgehöhlt und provisorisch eine kleine Monsterfarm gebaut, die ich auch hier ab und zu benutzen kann. Einfach hingehen, ein bisschen Monster töten und gut ist. Wie das funktioniert, ja mein Gott, die schwimmen halt hier hoch, die Monster, und hier leckt es immer, warum auch immer, ich weiß es nicht. Wie bist du hier hingekommen? Und ja, die spawnen dann da unten, kommen hier hoch, den Aufzug, da, und dann werden die hier so lang gespült. Ist noch nicht perfekt, gerade weil, wenn die da in der linken Ecke hochkommen, dann bleiben die da oben immer stecken, aber dafür habe ich hier so einen kleinen Dings, dann kann ich die rüberboxen. Also das ist sowieso nur provisorisch, vielleicht sieht man das jetzt. Ja, guck, der bleibt hier stecken und geht nicht weiter. Deswegen haue ich den einmal und zack, geht er weiter. Perfekt, das ist gerade super gutes Timing. Und hier irgendwo ist ein Enderman. Das ist nicht so cool. So, die Zombies können wir aber immer mal töten. Hier so, zack. Und dann zeige ich euch, was ich unten noch gemacht habe. Denn da ist auch noch viel entstanden. Und dann heißt es auch schon ein bisschen quatschen über Tokio. Ein bisschen quatschen generell. Denn dann schauen wir mal. So, hier unten. Naja, das hier ist nicht neu, aber ich habe hier alles abgeriegelt. Das heißt, man kommt so einfach gar nicht mehr nach unten durch. Da muss man jetzt schon das hier weggraben, wenn man denn will. Und dann kann man hier so reingucken. Aber ich habe es absichtlich dahin gemacht, wegen dem Licht. Also wegen dem Licht, das da nicht rein soll, unten. Das kann ich hier auch nochmal zeigen. Hier unten ist nämlich der Eingang zu dem hier. Meinem Monster-Farm-Dingen. Das kennt ihr ja schon. Hier spawnen dann Monster jetzt gerade nicht, weil die haben gerade keinen Bock. Und dann, ja, gehen die in die Gänge und jeder Gang führt in die Mitte und dann kommen die da hoch, außer Baby-Zombies. Das Coole ist, hier sind auch manchmal Endermen, die spawnen ja auch drin. Und das Coole daran ist, die sterben hier drin relativ schnell, weil die ins Wasser gehen und nicht mehr rauskommen, aus irgendwelchen Gründen. Und dann sind da unten Enderperlen. Das heißt, manchmal, wenn ein Zombie hochkommt, bringt ihr mir eine Enderperle mit. Das finde ich total geil. So. Ja, das war's dazu. Und das hier unten ist neu. Ihr seht schon Öfen als Dingens. Hier haben wir Öfen, die ich ab und zu benutze, um was zu schmelzen. Und hier, der Gang ist alles mit Branch Mining. Da, 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 da. Und es geht wirklich bis ganz hinten, überall. Überall alles, ne? Bis hier. Ich glaube, ich bin immer 30, ne, 10, 20, doch 30 Blöcke rein. Und, ja, das für eine ganze Weile. Man sieht hier auch, okay, da geht's lang, da geht's lang. Also das ist schon, habe ich ein bisschen Branch Mining betrieben in den letzten paar Tagen. Ich finde es aber auch entspannend, hier unten einfach zu sein und dann einfach die Kacke da wegzuholzen. Warte mal, ich möchte mal eben was ausprobieren, ob das cool aussieht. Werde ich wahrscheinlich mit anderem Holz machen, aber jetzt nur rein theoretisch. Weil ich möchte es hier unten schön haben, weil ich hier immer wieder hingehe. Und das habe ich so als Streben quasi, die man dann einbaut hier. Über nicht jedem, vielleicht jedem zweiten. So. Und hier. So, dass man quasi, ja, das sieht doch cool aus. Das sieht aus, als wäre man so in einem Bergwerk. Ja, das möchte ich so haben. Das möchte ich so haben. So, und dann geht es hier noch lang. Irgendeiner von denen, war das der hier, wo keine Fackel dran war? Schauen wir mal. Nein, das war nicht der hier. Jetzt wird's lustig, weil irgendeiner von denen führte mich auch in eine Höhle. War das der hier, wo eine Fackel dran war? Ich glaube nicht, sonst... Nee, sonst würde man jetzt schon was... Ich mach einfach, weißt du was? Ich mach einfach... Nee, das kann ich nicht. Ich hab keinen... Verdammt! Hier fährt schon wieder der Rain Train vorbei. Das ist auch sehr schön. Warte mal, hab ich hier noch? Ja, perfekt. Dann kann ich einfach hier reingehen und mich links und rechts lang buddeln. Weil ich kann ja... Nein. So, weiter nach da ist es aber nicht, das weiß ich. Ja, und ich verbrauche hier Stein. Oh mein Gott. Oh, Redstone. Haha! Hat es schon wieder gelohnt hier. Irgendwo, aha, hier. Gut, dann werde ich mir mal ganz kurz das Redstone da holen. Und dann gehen wir da lang. Ja, ich mache es jetzt auch nicht mit der Behutsamkeitsspitzhacke. Oh mein Gott, oh, Diamanten. Die mache ich aber sehr wohl mit Behutsamkeitsspitzhacke. Also Leute, da muss ich mal eben zurückrennen und die Behutsamkeitsspitzhacke holen. Bin gleich wieder da. So, zwar ohne Behutsamkeitsspitzhacke, aber mit Enderchest. Und da kann ich mir die jetzt einfach rausnehmen. Wollte ich sowieso irgendwann mal machen. Und jetzt gehen wir wieder zurück. Jetzt ist die Frage, wo zum Teufel war der Scheiß? Ich gehe einfach hier rein, dann sollte ich auf jeden Fall da auskommen, wo ich hin will. Hoffentlich, denke ich mal. Aha, ja, da, boah, perfekt. Nehmen wir uns, wie viele Diamanten kriegen wir denn da? 1, 2. Never im Leben nur 2. Ach, come on, das kann doch nicht sein. Aha, wollte ich gerade sagen. Hier, das nehmen wir auch noch mit. Ja, und so buddel ich mich halt seit ein paar Tagen wirklich durch die Gegend. Ich möchte dann wirklich mal genug Rohstoffe haben für alles. Das wäre echt toll. Warte mal, da. 3 Diamanten ist jetzt auch nicht so die Welt. Aber da kommen vielleicht 9 Stück raus, wenn ich Glück habe. Also, alles easy peasy. So,
wieder zu. Und dann machen wir hier. Falle ich hier schon runter? Nein, das ist der nächste, wo ich runterfalle. So. Und hier habe ich zum Beispiel einen Weg weiter. Und hier ist noch Lava. Hier ist noch Stuff, den ich irgendwann holen will. Wo geht's denn da lang? Achso. Hier ist noch Stuff, den ich irgendwann mal holen werde. Auf jeden Fall, irgendwann. Und hier habe ich auch ein paar Diamanten gefunden. Also das ist hier so eine kleine Höhle, die ich gefunden habe. Und dafür ist das hier auch gut. Ich möchte nämlich ausleuchten. Denn je mehr ausgeleuchtet ist, desto weniger Monster können hier spawnen. Und je weniger Monster hier spawnen können, desto mehr spawnen natürlich in meiner Monsterfalle. Ne? Das ist irgendwo klar. Und deswegen habe ich mich entschlossen, hier unten eine Branchmine anzufangen, so wie ich es gerade mache. Die wird auch später mehrere Etagen hochgehen. Da habe ich auch schon Ideen, wie ich das optisch machen kann, dass es cool aussieht. Hier, das sieht nämlich sieht man von da ganz hinten nämlich auch überhaupt nicht. Also wenn man hier steht und dann lang guckt, dann sieht man da nicht, dass es da noch runter geht. Das finde ich auch echt cool. Und halt, es geht halt wirklich bis ganz nach hinten hier. Jeden einzelnen Gang habe ich ausgehoben. Das war wirklich eine ganze Menge Arbeit. Und das auch eigentlich nur für die Ressourcen, die ich jetzt habe. Und dann habe ich noch weitergegraben hier, um den Gang einfach weiterzumachen, um dann später hier die Dinger reinzuhüllen. Und dann bin ich hierauf noch gestoßen. Ja, aber das muss ich auch noch erkunden. Da bin ich natürlich komplett fertig. Da oben geht es noch ein bisschen lang. Und ja, dann wann war es das eigentlich schon? Ich kann ja mal hier eben noch die Eisen. Die Kohle wollte ich eigentlich sagen, aber das ist ja keine Kohle. Die Kohle ist ja da drüben. Das Eisen mitnehmen. Kohle ist übrigens was ich nicht mit Silk Touch abbaue. Ich habe mir auch schon Grasblöcke geholt. Die sind in meiner Base, so 1,5 Stacks oder so, weil ich die noch brauchen werde. Und falls die Silk Touch Spitzhacke kaputt geht, habe ich dann halt immer Grasblöcke und muss deswegen schon mal nicht fürchten, irgendwas übersehen zu haben. Ja, was kann man noch sagen? Ja, das war es soweit, was ich in dieser World Tour gemacht habe. Und jetzt möchte ich auch noch was als kleines Infogedöns am Schluss dranhängen. Da kommt noch ein dediziertes Infovideo zu, also keine Sorge, falls jetzt irgendwer nicht zuguckt, dann kriegst du es sowieso nicht mit. Aber erstens, es wird, bevor ich nach Tokio fliege, noch ein tolles Shirt geben. Das wird awesome. Und dann wird es zu in Tokio Vlogs geben. Vielleicht sind die Vlogs nicht, während ich in Tokio bin. Das weiß ich noch nicht, ob wir das so machen. Also die gesamte Gruppe, die da hinfährt, wir wollen das alle einheitlich machen und bla bla bla. Und vielleicht darf ich dann deswegen nicht die Videos in Tokio schon hochladen, sondern muss warten, bis ich wieder zurück bin. Findet der Debitor auch nicht so schön. Da gucken wir mal, wie sich das ergibt. Ist aber auch erstmal egal. Denn es geht jetzt darum, was. Uiuiui, leck mich fett. Vielleicht hat einer von denen meine Enderperle. Schauen wir mal. Aktuell haben wir keine Enderperle im Inventar. Vielleicht kriegen wir jetzt eine. Aha, habt ihr gesehen? Da, und ich habe die Enderperle bekommen. Und das funktioniert voll gut. Und auch voll oft. Und das ist super cool. So, aber den Creeper, den kann ich da auch weghauen. Na? Nee, ich explodiere, du Arsch. So, du bist auch tot. Perfekt. Und so farme ich halt ein bisschen Level, ein bisschen durch, ne? Ihr wisst schon, Materialien, ein bisschen anderes Zeugs. Und was man auch machen kann, beziehungsweise was ich auch gerne mache, wenn ich dann fertig bin, ich nehme meine Glücksspitzhacke und hau einfach die anderen Brocken, die ich jetzt mit hochgenommen habe, also nicht die, das kommt sowieso da rein und das kommt da rein. Das kann ich auch da rein tun. So. Und dann nehme ich mir einfach, keine Ahnung, 3, 4, 5, 6, 64 Redstone-Ohr, platziere die hier und baue die dann halt nacheinander ab. Das gibt auch schön Level. Und so kann man dann halt auch Level farmen, was recht nice ist. Ja, das kann man auch mit Lapis Lazuli natürlich machen. Und man kriegt dadurch ja noch ein bisschen Redstone. Das heißt, Sieg für alle. Ne, ihr seht schon, Level 19, zack, fast Level 20 und ich habe noch nicht mal. Ah, also das funktioniert schon gut so. Das ist halt so das, was ich mache so in dieser Welt, während ich gerade mal vielleicht nicht, keine Ahnung, irgendwas baue oder sowas. Was, wie gesagt, neu gebaut wurde, ist hier an der Seite das Gedönsel mit den ganzen Truhen. Das, wie gesagt, ist meine Chest für wichtigen Stuff. Also deswegen ist es ja auch eine Ender-Chest. Höhö, wer jetzt gedacht. Und ja, ansonsten war es doch schon soweit zu den Sachen, die ich euch neu zeigen wollte. Es gibt noch eine Sache. Doch, die zeige ich euch auch noch eben. Die ist nämlich auch relativ wichtig. Ich habe in einem Livestream mit euch zusammen, oder eigentlich eher alleine, aber ihr habt halt zugeguckt, zumindest viele von euch. Das kommt auch nochmal da rein, das kommt auch nochmal da rein und das kann ich mal essen, weil ich habe Hunger. Meine Kühe müssen auch stark erweitert werden noch, das ist mir doch ein bisschen zu wenig. Im Nether habe ich nämlich auch noch was gemacht und das habe ich tatsächlich im Livestream gemacht und das war auch ziemlich cool. Das zeige ich jetzt, sobald ich im Nether bin. So, perfekt, alles klar, vielen Dank. Und da muss ich da lang. Ich dachte, da war ja gerade ein Wither-Skelett, ey. Das wäre es ja noch gewesen. Jetzt hier, zack, habe ich einen Bogen dabei. Ja, perfekt.
So. Und dann sind wir alle glücklich, weil mit Bogen bin ich unbesiegbar. So, hier hoch. Ihr könnt euch schon vielleicht denken, was ich gemacht habe, sonst würde ich ja nicht hochgehen, nicht wahr? Ich will auch demnächst mal hier den Blaze-Spawner umwandeln in eine Blaze-Farm. Weil erstens kriegt man natürlich auch Erfahrung und zweitens Blaze-Pro-Rods, die ich auch am zu brauche. Hier oben, und jetzt können sich die meisten bestimmt schon denken, was ich gemacht habe. Hier oben, ja, es geht noch weiter hoch. Oh mein Gott, hier ist das Bedrock. Und oh mein Gott, ich kann durch das Bedrock bis nach ganz oben gehen. Ja, so weit dazu. Oh, hier ist noch Baum. Den muss ich auch noch weghauen. So, denn man kann das Bedrock zerstören. Oder konnte. Ich weiß nicht, ob man es immer noch kann. Müsste ich jetzt probieren. Aber ich habe jetzt gerade nicht die Materialien dabei. Hier sind ein paar Workbenches. Ja, ich habe hier das Bedrock zerbrochen und werde auch demnächst hier oben die ein oder andere Farm platzieren. Vor allen Dingen mit Zombie-Pigmen, die relativ einfach zu farmen sind hier oben. Denn ihr könnt euch vielleicht denken, warum das gut funktioniert. Hier oben ist alles Bedrock und auf Bedrock können wir keine Monster spawnen. Das heißt, wenn ich jetzt normales Netherrock hier platziere, spawnen darauf relativ häufig Zeugs. Okay, da jetzt nicht, weil ich vielleicht zu nah dran stehe, zu weit weg stehe, ich weiß es nicht. Aber wenn ich die da oben hin mache, weil wir sind hier erst auf Höhe, wo steht's? Da 128, das heißt, es geht nochmal 128 Blöcke nach oben. Dann ist hier nichts, wo irgendwas spawnen kann. Und wenn ich dann da oben ganz easy peasy einen Spawn hinmache für, na, ihr wisst schon, eine Plattform. Und da spawnen die Mobs drauf und die fallen dann runter, dann sterben die hier. Ich habe hier ganz viel Gold und Erfahrung. Eigentlich nur Gold, weil Erfahrung wäre ein bisschen tödlich. Weil dann müsste ich hier selber boxen. Aber dann habe ich ganz viel Gold und das ist halt eine echt gute Goldfarm. Und ich weiß zwar nicht, wofür ich so viel Gold jemals brauchen sollte. Aber ich mag Gold und deswegen lohnt sich das schon. Für Beacons vielleicht. Ja, Beacons sind toll. So. Oder für Werkzeuge, dann benutze ich nur noch Gold-Tools, weil die so schnell sind, aber voll scheiße und schnell kaputt gehen. Egal, dann habe ich genug. So, das ist das dazu. Und ja, das wollte ich euch auch noch zeigen, dass ich hier die Nether, den Bedrock durchbrochen habe. Da werde ich auch noch, Hallöchen, da werde ich auch noch das ein oder andere machen. Aber da schauen wir dann nochmal, wenn es soweit ist. Ich gehe nochmal wieder runter in meine World. Und währenddessen erzähle ich euch noch was über Tokio, beziehungsweise was ich davor habe. Ich bin jetzt bei Tech Town dabei. Und wo gehe ich nochmal runter? Da hinten. Und da werden auch demnächst auf jeden Fall Videos zu kommen. Ich bin da gerade aktuell privat so am Zocken auf dem Server. Da kann man ja auch offline zocken. Und das ist das, was ich auch da gerade mache, weil ich will euch das Ganze, oh, ich farm wieder Sachen, um mir einen Mace Raider zu machen, ersparen, weil das finde ich unglaublich langweilig, wenn man das wieder und wieder und wieder, aha, wenn man das wieder und wieder und wieder tut. Ah ja, hi, hey, hallo, hey du, hallo, ich glaube es sagt, komm mal zurück. Pisser. Oh, hi, das will ich euch schon ein bisschen sparen, weil, wie gesagt, das ist halt nur übelst langweilig und das habt ihr schon 10 Millionen Mal gesehen und deswegen möchte ich euch das ein bisschen ersparen. Ich habe jetzt derzeit eine Query und farm damit auch schon gut. Also, alles easy soweit. Leck mich am Arsch hier. So, ich will deine Blaze Rod haben und deinen Blaze Rod will ich auch noch haben. Und ich wollte gerade sagen, jetzt habe ich keine Pfeile mehr, what the fuck. Ne, aber ich hatte noch Pfeile, sehr gut. Und ja, wie gesagt, so, das ist aktuell mein Plan für Tech Town und dann möchte ich da ein ziemlich cooles Häusle bauen. Und das mache ich natürlich immer on-camera, weil bauen finde ich toll, und aber ich werde natürlich nicht alles on-camera machen. Und dann werde ich mir da was Schickes ausdenken für euch. Wie viele Blazers habe ich denn jetzt? 5, sehr gut. Kann man machen, finde ich. Packen wir die mal. Warte mal, wie weit ist denn das? Ach so, ich dachte, die ständen hier, ständen jetzt ein Baum oder sowas. Aber die sind ja zum Glück noch relativ weit weg. So, und das war's auch schon mit dem, was ich hier gemacht habe und mit dem, was ich vorhabe jetzt mit den anderen. Ach, hier sind übrigens noch Tag-Nacht-Sensoren, die man umschalten kann zwischen, du sollst in der Nacht aktiv sein und am Tag. So funktionieren die Lampen. Ja, hier kommt noch ein Dach drüber und da kommt auch noch allgemein überall ein Dach drüber. Und ich würde sagen, das ist zwar eine relativ kurze Folge der World Tour, aber das war's soweit an Sachen, die ich euch zeigen konnte. Ich werde demnächst auch in der World Tour ein bisschen bauen. Jetzt aktuell habe ich da leider keine Zeit für. Das wird dann nach Tokio passieren. Und für die ganze Zeit Tokio habt ihr Crash Landing mit Early Boy. Mehr habe ich nicht geschafft vorzuproduzieren. Das tut mir sehr leid. Aber es war ja geplant, öfter Videos aus Japan zu bringen. Und wenn wir das dürfen, das klären wir noch ab, dann sage ich euch auch Bescheid. Und dann kommt auch ein Video aus Japan.
Jetzt diese Woche, irgendwann kommt noch meine Roomtour, also meine wirkliche Roomtour Real Life und so weiter und so fort, weil ihr wolltet das und ich habe gesagt, ihr zeigt mich, also mache ich das auch in der Roomtour. Und ja, das wird noch vor Tokio passieren. Und jetzt fällt mir gerade ein, dass da unten ja noch Cobblestone hängt und der hier extrem scheiße aussieht von außen. Hier. Plop, 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 plop. Dann machen wir den auch noch weg. Ah, das ist also hier oben der. Okay, I see. Gehst du mal hoch hier bitte? Bitch. Na, dann nicht. Naja. Ja, soweit dazu. Das war's mit der World Tour. Ich bin noch ein bisschen verplant, weil es sehr früh morgens ist. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge von der Minecraft World Tour oder von irgendwas anderem mit Minecraft. Haut rein, Leute. Tschüss.